Hallo Vitamine, kannst du mit mir heute spielen? Du hast keine Zeit. Oh Mann und hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und dann bist du auch ein Teil der Sentex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Vitamine hat heute leider keine Zeit mit mir zu spielen. Dann rufe ich mal Daniel an. Daniel? Hallo? Kannst du heute mit mir spielen? Du hast auch keine Zeit. Oh Mann, oh. Aber das macht natürlich nichts, Freunde. Ihr seid nämlich noch alle da, meine Freunde. Und das ist das Allerwichtigste. Und ich würde sagen, weil keiner heute da ist und keine Zeit hat, gehe ich mal heute. Ja, Bella, da freust du dich mit meiner kleinen süßen Hündin Bella Gassi. Und die ist so, so süß. Schaut sie euch mal an. Hallo Bella, wie geht es dir? Und da oben ist Tweety. Hallo Tweety, zu dir komme ich auch noch gleich. Hihi. So Bella, erstmal gehen wir zwei Gassi, okay? Komm mit Bella ab zur Schule. Und die Schule hat ja geschlossen, Freunde. Weil ich habe ja nämlich Sommerferien. Und ihr könnt doch mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Hast du auch schon Sommerferien? Und wenn du noch keine hast, schreib mal in die Kommentare, wann die bei dir anfangen. Und ich würde sagen, los, 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 Bella. Hihi. Komm, meine kleine süße Hündin. Das macht so, so viel Spaß, mit dir Gassi zu gehen. Und einen Moment, Bella. Ich bekomme einen Anruf. Hallo? Wer sind Sie? Jo, dann hast du den geladenen Pilot auch neben. Lukis Mutter? Was? Warte mal. Sie sind gerade Lukis Mutter, die mich gerade anruft. Und wieso rufen Sie mich an und von wo haben Sie meine... Mach das mal. Wenn du das nicht könntest, würde sie dich nicht empfehlen. Was? Ich soll kommen? Ich soll zu Ihnen kommen? Wo sind Sie? Ja, du musst mal üben und dann kannst du das Spiel zu kurzer Ärztestimme spielen. Euer Kopf. Okay, beim Villager-Dorf. Wieso steckt der Kieferschützer neben mir? Ja, ich beeile mich sofort. Tschüssi. Oh Mann. Bella, wir müssen ein anderes Mal zusammen Gassi gehen. Schnell. Ich habe gerade was ganz, ganz Wichtiges zu tun. Und Freunde, ihr wisst gerade nicht, wer mich angerufen hat. Lukis Mutter hat mich angerufen. Die Mutter vom kleinen, süßen Luki. Und die hat gesagt, die ist beim Villager-Dorf. Und das Villager-Dorf ist da irgendwo hinter. Und an alle neuen Freunde von mir, wenn ihr Luki nicht kennt. Luki ist ein 4 Jahre altes Kind. Und das sucht seine Mami und seinen Papi. Und so lange wohnt es da oben. Da, genau da oben wohnt es. Und auf einmal habe ich jetzt einen Anruf bekommen von der Mutter von Luki. Das ist ja super gut. Aber ich frage mich, von wo die meine Nummer hat. Aber wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Das ist das allererste Zeichen, was wir von Lukis Eltern haben. Und da hinten ist das Villager-Dorf. Und dort soll anscheinend die Mutter von Luki sein, weil die hat mich ja angerufen und hat gesagt, dass die da hinten ist. Und jetzt bin ich mal so, so gespannt. Ich werde gleich wirklich Lukis Mutter sehen. Oh Mann. Und das wird so, so verrückt. Und warte mal, hier irgendwo hat sie gesagt, soll sie sein. Lukis Mutter? Hallo? Oh, hallo Villager. Habt ihr vielleicht die Mutter von Luki gesehen? Die hat mich gerade angerufen und hat gesagt, dass die hier irgendwo ist. Nee, sie haben keinen gesehen. Oh Mann, aber irgendwo hier muss doch die Mutter von Luki sein. Und Freunde, wenn wir dann wirklich Lukis Mutter gefunden haben, dann wird der kleine süße Luki sich so sehr freuen. Also schnell. Lukis Mutter und was? Freunde, ich habe sie wirklich gefunden. Ich habe Lukis Mutter gefunden. Hey, Lukis Mutter. Sie haben mich gerade am Telefon angerufen. Ja, ich bin Centi. Centex heiße ich auch. Und sie vermissen bestimmt ihren kleinen Jungen Luki. Und der ist bei uns. Und hallo? Hallo, Lukis Mutter. Lukis Mami. Wieso reagieren sie nicht auf mich? Guckt euch das mal an. Die sitzt hier einfach auf diesem Stuhl. Aber hallo, ich rede mit Ihnen, Lukis Mama. Sie haben mich doch gerade angerufen, oder nicht? Und Sie haben gesagt, dass ich hier hinkommen soll. Also, hier bin ich. Hihi. Und, oh, hallo? Wieso antworten Sie mir nicht? Der Luki, der vermisst Sie so, so sehr. Komm.
kommen Sie mal ganz, ganz schnell mit. Und was machen Sie eigentlich hier mitten im Villagerdorf? Ich dachte, Sie wurden entführt. Aber ist ja auch egal. Hauptsache, Ihnen geht es gut. Und wo ist eigentlich Ihr Mann, also Lukis Papi? Weil Luki vermisst natürlich Sie, also die Mami. Und er vermisst auch seinen Papi. Und wo ist der? Und hallo, können Sie mal bitte jetzt mit mir reden? Und schaut euch das mal an. Das ist so, so komisch. Guckt mal, sie sitzt die ganze Zeit auf dem Stuhl und macht einfach gar nichts und redet nicht mal mit mir. Bitte reden Sie mit mir. Luki vermisst Sie so, so sehr und Sie sitzen hier einfach und sagen gar nichts. Kommen Sie bitte, bitte mit. Luki vermisst Sie so, so sehr. Kommen Sie, das ist doch die Chance. Los, los, los. Und Manu, wieso reden Sie mit mir nicht, Lukis Mutter? Ich habe mir Sie irgendwie ein bisschen netter vorgestellt. Und, was ist denn da hinten? Hallo? Was ist das, Freunde? Was? Das sind die Einbrecher, glaube ich. Oh nein, das sind Einbrecher und da hinten sind noch mehr. Oh nein, es war eine Falle. Wow, da sind hier noch mehr. Oh nein, Hilfe, das war wirklich eine Falle und warte mal, das war Aua. Oh ja, zum Glück habe ich noch eine Waffe mit. Oh nein, ich muss hier raus. Ich muss hier sofort raus. Schnell, 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 das war nur eine Falle. Und da hinten, da sind die Entführer. Das sind die Entführer von Lukis Eltern. Und die haben mich in eine Falle gelockt. Lukis Mami hat mich nämlich gar nicht angerufen, sondern die bösen, bösen Entführer haben mich angerufen, um mich anzulocken. Und hihi, ich habe euch ausgetrickst. Edgy Bad, jetzt seid ihr alle hier drin. Und das sind die Entführer von Lukis Eltern. Und das ist gar nicht Aua, Lukis Mama, sondern das ist einfach eine Puppe, weil die wollten mir eine Falle stellen damit. Und hey, was soll ich jetzt machen? Ich habe einen Dieb besiegt, Freunde. Das sind jetzt 3 Stück. Am Anfang waren das 4 Stück und ich habe einen wirklich besiegt. Und der hat doch irgendwie... Da war irgendwas im Wasser. Oh, ich muss ganz kurz tauchen. Oh nein. Die greift mich immer noch an. Das sind die bösen, bösen Entführer von Lukis Eltern. Schnell hier hoch. Oh nein, lass mich raus. Und schnell hier weg. Schnell hier weg. Oh nein. Da sind sie. Die Entführer von Lukis Eltern, aber die sind viel zu viele. Es sind gerade 3 Leute und ich alleine habe gegen die auf jeden Fall keine Chance. Und ich muss hier weg. Ich muss später auf jeden Fall nochmal mit meinem Polizistenfreund Vitamina nochmal dahin gehen. Aber alleine, Freunde, habe ich gar keine Chance. Das war gerade so aufregend und ich habe mich schon so gefreut, dass ich endlich Lukis Mutter zumindest einmal gefunden habe. Aber es war nur eine böse, böse Falle von den Entführern von Lukis Eltern. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es wirklich geschafft, einen von den Entführern zu besiegen. Und ihr habt es gesehen, der hat irgend so ein komisches Buch mit dabei gehabt. Und das habe ich ganz, ganz schnell eingesammelt. Und ich bin so, so gespannt, was jetzt in diesem Buch drinsteht. Also das Buch hatte anscheinend einer von den Entführern mitgehabt. Und ich schaue mal rein, was da drinsteht. Und wow, schaut euch das mal an. Dieses Buch hatte ein Entführer von Lukis Eltern mitgehabt. Und hier steht, die Entführung von Lukis Eltern. So ist die Überschrift. Okay, jetzt steht hier erstens, Lukis Eltern entführen. Freunde, ich habe was ganz, ganz Wichtiges gefunden. Ich glaube, in diesem Buch steht der Plan von der Entführung von Lukis Eltern. Also in diesem Buch steht der Plan, was die Entführer alles machen müssen. Und hier steht, dass der erste Schritt ist, die Eltern von Luki zu entführen. Und das haben sie auf jeden Fall schon mal geschafft. Aber ich frage mich immer noch, wieso ausgerechnet Lukis Eltern? Was ist an diesen so besonders? Und zweiter Punkt, Centex und Vitamine besiegen. Oh nein, die Entführer von Lukis Eltern kennen uns anscheinend. Und diese Falle gerade eben war dafür da, damit sie mich besiegen. Die wollten mich einfach besiegen und Vitamine wollen die auch besiegen. Der war aber ja heute nicht da. Das muss ich ihm unbedingt später alles erzählen. Oh Mann. Dann steht hier, dritter Punkt, Lukis Eltern ganz weit wegfahren, weil Lukis Eltern sind hier in dem Auto von den Entführern eingesperrt und dann wollen die anscheinend ganz, ganz weit wegfahren. Es gibt aber noch eine nächste Seite, Freunde. Vierter Punkt vom Plan ist, alles von Lukis Eltern klauen. Oh nein, sie wollen wirklich alles klauen, was Lukis Eltern haben. Also das ganze Geld, Diamanten, Gold. Oh Mann, das ist gar nicht gut und das muss ich auf jeden Fall verhindern. Und der fünfte Punkt ist, Luki und Lukis Eltern besiegen. Was? Freunde,
Die bösen, bösen Entführer, die wollen nicht nur Lukis Eltern was Schlimmes antun, sondern auch deren Kind Luki. Oh nein, das heißt, wir müssen auf jeden Fall die nächsten Tage auch sehr, 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 sehr gut auf Luki aufpassen, dass ihm nichts passiert. Aber dieser Plan ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. So können wir auf jeden Fall schon mal vorbereitet sein, weil wir wissen ja den Plan von den bösen, bösen Entführern. Und so können wir uns vielleicht ein bisschen besser vorbereiten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich dieses Buch gefunden habe. Ich lege das sofort hier rein und ich dachte wirklich, ich hätte Lukis Mutter gefunden, aber das war anscheinend eine Falle von den bösen, bösen Entführern. Das war es jetzt auf jeden Fall mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sentex Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi.